Die Grünen möchten Räume bauen, in denen Streit ausgetragen wird. Wenn nicht mit Argumenten, dann in einem Boxring. Dafür sollen in jedem Landkreis Streiträume eingerichtet werden. Ein Muster dafür soll zuerst im Regierungsviertel aufgebaut werden und der Ampelkoalition zur Verfügung stehen. Frau Lang, dieser Vorstoß löst gerade viel Wirbel aus. Ich hoffe, in Zukunft kriegen wir es auch mit etwas mehr weniger öffentlichem Trubel hin. Wir können unsere Ziele schaffen, also bis 2035. 2035 erst. Das ist dann aber sehr lange nach Abwahl der Ampelkoalition. Einerseits soll diplomatisch vermittelt werden, andererseits wollen Sie beispielsweise Christian Lindner und Robert Habeck jetzt in den Ring schicken. Wie passt das zusammen? Wir sind uns alle einig, wir wollen die Maßnahmen zusammenführen. Wir können unsere Ziele schaffen, also bis 2035. Wo sollen diese Streiträume dann entstehen? Sind dafür dann die Länder verantwortlich? Wir hatten in der Vergangenheit oft eine Situation, wo Landesregierung und Bundesregierung gegeneinander gearbeitet haben. Jetzt stehen wir an einem Strang, gehen das gemeinsam an. Aber natürlich, jedes Bundesland wird da am Ende besser werden müssen. Deshalb haben wir auch gesagt, jedes Bundesland muss 2% der Fläche ausweisen, im Süden, im Norden, überall. Es ist den Grünen als zeitweiser Friedenspartner aber schon wichtig, dass es in diesen Räumen nicht zu körperlichen Verletzungen kommt. Das ist eine riesige Aufgabe. Verzeihen Sie, dass ich Ihnen ins Wort falle, das mache ich immer so. Gibt es gegen die schlechte Laune in der Regierung denn keine anderen Möglichkeiten? Ja, schlecht gelaunt, das ist für mich die entscheidende Frage. Und ich erwarte von allen und damit auch von meiner Partei, dass man das Land an erste Stelle steht, gerade auch dann, wenn man davon mal aus der eigenen Komfortzone raus muss. Man kann Robert Habeck doch aber jetzt nicht versprechen, dass er der nächste Kanzler wird, zumal die Umfragewerte, Sie wissen ja selbst, ich will Sie jetzt nicht bloßstellen. Werden Sie denn selbst ab 2024 in den Ring steigen, wenn in Berlin dann der erste Streitraum fertiggestellt sein soll? Die Bürgerinnen und Bürger, die wollen gerade nicht von uns wissen, was wir 2024 machen. Sie selbst, Frau Lang, haben ja angekündigt, dass Sie gerne mal gegen Kollegen aus der CDU boxen würden. An wem genau möchten Sie sich denn in der Opposition rächen? Tatsächlich ist es ja so, wenn man sich die Union anschaut, weiß ich gar nicht, welche Union. Die Union von Friedrich Merz oder die Union von Daniel Günther? Eine Union, die wertkonservativ, die konservative Werte hat, oder eine Irrlichternde, die Populisten nach dem Mund redet? Ich merke, da gibt es Aggressionspotenzial. Ja. Aber eben nicht nur gegen die Opposition. Nach all den Meinungsverschiedenheiten der letzten Monate möchten Sie in der Ampel also gar nicht mehr an einem Strang ziehen? Für mich gibt es da kein Verzagen und das ist die klare Linie. Wir haben da eine ganz klare Linie als Partei und das heißt keine Zusammenarbeit, weder auf Europaebene, noch auf Bundesebene, noch auf Landesebene, noch auf kommunaler Ebene. Der Wirtschaftsminister soll künftig das Gleiche verdienen wie der Bundesfinanzminister. War das bisher nicht so und wieso diese Erhöhung? Wir sehen doch, wo es eine wirtschaftliche Unsicherheit gibt, da steht ein Nährboden für Angst. Das heißt, wir brauchen Aufstiegsversprechen statt diesen Abstiegsängsten. Sie werden es aber weiterhin verstehen, uns zu unterhalten und sei es mit Boxkämpfen. Möchten Sie am Ende noch Ihre Brüste zeigen? Nein. Dann danke ich Ihnen dennoch für die Offenheit und freue mich, dass ich jetzt Feierabend habe.